Sie sind hier, 8. Dezember 2018, 13.26 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marc Zimmermann ist nicht mehr länger Trainer von Carl Zeiss Jena. Urheberrecht Getty Images. Drittligist Carl Zeiss Jena trennt sich einen Tag nach der Heimniederlage gegen Meppen von Trainer Marc Zimmermann. Auch der Co-Trainer wird freigestellt. Drittligist Carl Zeiss Jena hat sich einen Tag nach der 1:2 Heimniederlage gegen den SV Meppen von Trainer Marc Zimmermann getrennt. Das gab der Club am Samstag bekannt. Auch Co-Trainer Martin Ullmann wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Es ist und bleibt das oberste Ziel für den FC Carl Zeiss Jena, die Klasse zu halten, sagte Geschäftsführer Chris Förster. Nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie, und dieses Ziel ist gefährdet und bedurfte einer Entscheidung, auch wenn diese sehr schwer fällt. Jena liegt auf einem Abstiegsrang. Jena liegt derzeit auf dem 18. und drittletzten Tabellenplatz auf einem Abstiegsrang. In den vergangenen 13 Ligaspielen war den Thüringern nur ein Sieg gelungen. Zimmermann hatte das Team seit Sommer 2016 trainiert und direkt zum Drittliga-Aufstieg geführt. In der vergangenen Saison schaffte Jena als 11. souverän den Klassenerhalt, von Sportinformationsdienst.